So, hallo und herzlich willkommen hier zur Lizenztheorie. Die Motorsportakademie, die macht ja Lizenzkurse, Fahrertrainings, Lehrgänge, mit denen man unter anderem die nationale A-Lizenz erwerben kann. Und ich habe hier mal eine typische Präsentation einer Lizenztheorie hochgeladen, damit, wenn sich das für jemanden interessiert, er sich das zu Hause zur Wiederholung nochmal angucken kann. Oder vielleicht jemand anders, der einfach nur einen Einblick ins Reglement bei Rundstreckenrennen bekommen möchte. Auf meiner Homepage www.motorsportakademie, da findet ihr zahlreiche Lehrgänge, Kurse. Ihr könnt mir Fragen stellen, da ist ein Kontakt von mir angegeben. Ihr könnt euch einen Kurs aussuchen oder einen Trackday, da haben wir einiges im Angebot. Natürlich haben wir auch Social Media, nämlich Instagram ist die Motorsportakademie vertreten und auch auf Facebook, da werden auch die Veranstaltungen regelmäßig angekündigt. Fahrerlizenzen, darum geht es hier. Mit einem Lizenzkurs kann man eine Fahrerlizenz, Rennlizenz erwerben und das ist natürlich die Voraussetzung zur Teilnahme an Rennen. Die gibt es in verschiedenen Stufen, da komme ich gleich noch drauf. Wichtig ist, diese Lizenz, die gilt immer, hier steht drauf 2019, ja, wie lange gilt die? Na, bis zum 31.12.2019. Wenn man dann 2020 wieder Rennen fahren will, dann beantragt man die einfach wieder. Man kann natürlich auch mal 2-3 Jahre Pause machen und die Lizenz nicht beantragen, dann bezahlt man sie einfach nicht. Und wenn man sie dann in 3 Jahren wieder haben will, dann beantragt man die wieder und dann bekommt man die Lizenz einfach wieder. Das heißt, die Berechtigung zur Teilnahme, die Berechtigung, die Lizenz zu beantragen, verliert man nicht. Man kann auch zwischendurch pausieren. Wie beantrage ich die Lizenz? Das geht online auf der Plattform des DMSB, mein.dmsd.de. Da müssen gewisse Dokumente mit angefügt werden. Natürlich ein Lizenzantrag, ein ärztlicher Attest. Beim ersten Mal muss auch ein Passfoto dazu. Und klar, eine Gebühr. Eine Lizenzgebühr kostet Geld. Die liegt aktuell so um die 250, 260 Euro für die nationale A-Lizenz. Und gegebenenfalls muss man auch den Nachweis einer Qualifikation, wenn man sie zum Beispiel zum ersten Mal beantragt, das wäre das Zertifikat von einem Lizenzkurs, den ihr bei mir machen könnt. Einsteigerlizenz für Rundstreckenrennen ist die nationale Lizenz Stufe A. Es gibt noch Lizenzen darunter, die sind aber eher für rennsportähnliche Veranstaltungen, das sogenannte Clubsport-Lizenz, damit kann man zum Beispiel Slalom fahren. Aber für richtige Rundstreckenrennen braucht man mindestens die nationale A-Lizenz. Die kann man beantragen in dem Jahr, in dem man 17 Jahre alt wird. Das heißt, sagen wir mal, wir haben eine Teilnehmerin, die wird nächstes Jahr 2021, da wird die am 31. August, da wird die 17 Jahre, dann kann die bereits im Januar ihre Lizenz beantragen, weil sie ja in dem Jahr 17 wird. Voraussetzung, wie gesagt, ist ein Lizenzkurs. Die Gültigkeit des Zertifikates zur Beantragung, die ist 9 Monate. Das heißt, wenn ihr bei mir einen Lizenzkurs besucht, dann habt ihr 9 Monate Zeit, diese Lizenz zu beantragen. Danach verfällt das Zertifikat und ihr müsstet dann zum Lizenzkurs wiederkommen. Was darf ich mit der Lizenz alles fahren? Alle nationale Veranstaltungen im Inland und im Ausland. Das heißt, ihr dürft auch an einer holländischen oder englischen nationalen Veranstaltung teilnehmen. Welchen Status eine Veranstaltung hat, das seht ihr in der Ausschreibung der Veranstaltung. Hier in Deutschland bei uns, da wären das zum Beispiel das NATC in Oschersleben, das ist der ehemalige Bördesprint, das ist eine Breitensportrennserie, die findet in Oschersleben statt. Ihr könnt Bergrennen fahren, ihr könnt Rallye fahren, ihr könnt Dragster bis zu einer bestimmten Hubraumklasse fahren, ihr könnt auch am Driftsport teilnehmen. Dann gibt es noch die RCN, die Rundstrecken-Challenge Nürburgring. Da darf man auch teilnehmen, aber erst ab 18 Jahren, denn die Nordschleife, sagt man, gefährlichste Rennstrecke der Welt. Da muss man volljährig sein, um dort Rennen zu fahren. Also wirklich erst ab dem 18. Geburtstag auf der Rundstrecken-Challenge Nürburgring. Und den BMW 318 Ti Cup, das ist eine sehr schöne Einsteigerrennserie auf günstigen Fahrzeugen. Die darf man auch mit der nationalen A-Lizenz fahren. Höhere Lizenzen, internationale Lizenzen, die muss man sich erfahren.
Eine kleine Ausnahme gibt es. Man kann auch eine internationale Lizenz der Stufe D direkt durch einen Lehrgang erwerben. Der ist aber aufwendiger, der ist teurer, das ist die Theorie aufwendiger. Man braucht ein richtiges Rennauto zur Teilnahme. Und in dem Fall ist diese Lizenz dann eingeschränkt auf eine Rennserie. Also die internationale Lizenz über einen Lizenzkurs lohnt sich nur, wenn man wirklich schon weiß, ich will Porsche Sports Cup fahren. Und dann braucht man ein Porsche Sports Cup Auto zur Teilnahme. Deshalb kommt das eher seltener vor. Klassische Lizenz ist national Stufe A. Und dann gibt es noch die Permit. Die Permit ist eine Zusatzqualifikation bei Rennen auf der Nordschleife. Der Grund ist der, auf der Nordschleife viele Regeln, die ich euch heute hier in der Lizenztheorie erzähle, die gelten auf allen Rundstreckenrennen, das heißt, das gilt in Hockenheim und in Laguna Seca und was weiß ich wo, ja, also eigentlich auf allen Rennstrecken ist das gleich, nur die Nordschleife hat so viele besondere Regularien, ganz viele Regeln sind unterschiedlich, dass man dafür quasi eine eigene Lizenz hat. Diese sogenannte Permit Nordschleife, die bekommt man auf zwei Wegen. Man bekommt sie, wenn man eine nationale A-Lizenz hat, dann sagt man, ihr seid noch nicht erfahren genug, um auf der Nordschleife durch einen Lehrgang zu fahren. Ihr müsst erstmal Einsteigerrennen auf der Nordschleife fahren, nämlich die RCN-Serie. Und wenn ihr dann mehrfach RCN gefahren seid, dann könnt ihr eine Permit beantragen und dann dürft ihr auch VLN oder jetzt neue Nürburgring-Langstreckenrennserie und 24-Stunden-Rennen und Youngtimer fahren. Ja? Also, da findet ihr aber auf meiner Homepage weitere Informationen zu und auch Lehrgänge, denn für erfahrene Rennfahrer, die bereits internationale C-Lizenz haben oder höher, die können über einen Lehrgang solch eine Permit erwerben und dann direkt, ohne den Umweg über die Einsteigerserien, direkt in die VLN eintragen. Aber wie gesagt, auf meiner Homepage www.motorsportakademie gibt es dazu zahlreiche Infos. So, wir kommen jetzt zum Rundstreckenreglement. Das Reglement, das ich euch hier erzähle, das ist Stand 2020. Das Rundstreckenreglement wird jedes Jahr auch mal ein bisschen angepasst und überarbeitet. Das heißt, für einen Rennfahrer gehört es eigentlich dazu, im Winter, wenn man Zeit hat, mal sich das aktuelle Reglement fürs nächste Jahr herunterzuladen und dort auf die Änderungen zu schauen. Die sind nämlich markiert, farblich markiert, diese Änderungen. Und dadurch kann man sich schlau machen, ob sich vielleicht die ein oder andere Regel geändert hat. Meistens sind es nur kleinere Sachen, aber ab und zu hat man auch mal größere Sachen. Da werde ich gleich auch im Rahmen der Lizenztheorie drauf eingehen, dass mal eine neue Flagge eingeführt wird oder eine neue Regel für Safety Car eingeführt wird. Da sollte man immer aktuell bleiben. Das Rundstreckenreglement findet ihr zum Download auf der DMSB-Webseite. So, und jetzt kommen wir zum Inhalt des Rundstreckenreglements. Das ist das Handwerkszeug eines Rennfahrers und das müsst ihr wirklich drauf haben. Das müsst ihr kennen. Man sieht es schon, was alles drin ist. Das Fahrerbesprechung, Training und Start wird dort reguliert. Ist Flaggen, Safety Car, Full Course Yellow, Verhalten auf der Strecke, Boxenstopp, Unterbrechung, Abbruch. All das, was ihr auf der Strecke wissen müsst. Hier, wir gehen im ersten Teil, im Teil 1, ja, ich habe das mal unterteilt, damit die Theorie nicht so lang wird, gehen wir von der Fahrerbesprechung zum Start. So, Fahrerbesprechung ist vorgeschrieben, auch möglich in einer schriftlichen Form, ist Pflicht für alle Fahrer von Anfang bis Ende, in der Regel vor dem ersten Training, und bei Nichtteilnahme gibt es eine Strafe. Das auch zu Recht, die Fahrerbesprechung ist extrem wichtig. Der Rennleiter gibt euch dort aus erster Hand Informationen zur Veranstaltung, ob vielleicht neue Streckenposten, also ein zusätzlicher Posten eingefügt wurde oder ein Posten weggefallen ist, weil der sowieso nicht gut sichtbar war, ob die Strecke vielleicht eine neue Schikane hat oder Öl von der Rennserie vorher drauf ist, ob es Änderungen im Startablauf gibt, wo der Vorstartbereich ist, und ganz wichtig, ihr könnt dem Rennleiter Fragen stellen. Der Rennleiter ist da für euch da, wenn ihr wissen wollt, wo ist der Parc Fermé oder welche Fahrzeuge müssen überhaupt im Parc Fermé. Das könnt ihr den Rennleiter an der Stelle fragen und der ist auch sehr dankbar für Rückfragen. Also nehmt die Fahrerbesprechung ernst. Es gibt ein Zeittraining und die Zulassung zum Rennen darf nur bei Teilnahme am Zeittraining erfolgen
und bei einer bestimmten Qualifikation. Das ist bei jeder Rennserie anders. Bei der einen Rennserie, die sagen, es reicht uns, wenn einer 3 Runden im Zeittraining fährt. Die nächste Rennserie sagt, ja, wir wollen zwar nur 2 Runden sehen, aber der muss eine bestimmte Mindestzeit fahren. Das ist von Rennserie zu Rennserie verschieden. Informationen hierfür findet ihr natürlich in der Ausschreibung der Rennserie. Aber man muss mindestens 1 Runde im Zeittraining gefahren haben. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, weil zum Beispiel euer Auto einen technischen Defekt hattet und ihr nicht 1 Runde im Zeittraining fahren konntet, dann müsst ihr zum Rennleiter gehen und um eine Ausnahme bitten. Denn normalerweise ist die Bedingung, dass ihr mindestens 1 Runde gefahren seid, pro Fahrer 1 Runde. Ganz wichtig, wenn ihr zu zweit oder zu dritt am Auto fahrt, muss jeder Fahrer 1 Runde gefahren haben. Der Grund ist der Rennleiter möchte sehen, ob ihr überhaupt in der Lage seid, im Feld mitzufahren. Vielleicht sagt ihr seid zu langsam oder seid total unsicher oder findet eine scheiß Linie und dann kann der euch eventuell nicht zum Rennen zulassen. Wenn ihr jetzt keine Runde im Zeittraining gefahren habt, kann der Rennleiter euch nicht einschätzen und dann müsst ihr ihn nach einer Ausnahme fragen. Das muss schriftlich erfolgen. Das ist eigentlich kein Problem, da braucht man jetzt keinen Roman schreiben, sondern man nimmt einfach einen Zettel und schreibt drauf Startnummer 127, hat keine Runde im Zeittraining gefahren, Fahrer Kurt Klabuster und ich möchte gerne eine Ausnahme haben, dass ich trotzdem starten darf. Wenn der Rennleiter euch kennt, wird er sagen, Kurt, ich kenne dich, du fährst super, kein Problem, startest aus der letzten Position, ist in Ordnung. Ja. Dazu kommen wir auch schon zur Startaufstellung. Diese Startaufstellung erfolgt nach den Zeiten im Zeittraining. Je nach Rennserie gibt es da auch Besonderheiten. Die haben vielleicht 2 Zeittrainings und 2 Rennen. Im ersten Rennen geht die Startaufstellung nach Zeittraining 1, im zweiten nach 2. Wie auch immer, das erfahrt ihr in der Ausschreibung. Es gibt dann, erst hängt der Rennleiter eine vorläufige Startaufstellung aus. Dann könnt ihr hingehen und sagen, unser Auto ist kaputt, wir können gar nicht starten. Aha, sagt der Rennleiter, merkt sich das, streicht euch aus der Liste und macht dann eine endgültige Startaufstellung. Und die muss spätestens 30 Minuten vor dem Start aushängen. Auch hier schriftliche Meldung an den Rennleiter spätestens 45 Minuten vor dem Start bei Nichtteilnahme am Rennen. Wenn ihr also nicht starten könnt, kurze Meldung an den Rennleiter, einfach in schriftlicher Form, dann macht er eine aktualisierte Liste und die hängt dann 30 Minuten vor dem Start. Wenn dann doch jemand nicht starten kann, dann würde Folgendes passieren, freie Plätze bleiben frei. Das heißt, wenn nur ein Auto fehlt, dann bleibt das frei. Wenn eine freie Reihe da ist, das heißt, wenn 2 Autos nebeneinander zufällig nicht am Rennen teilnehmen, dann werden die aufgefüllt, das heißt, die nachfolgenden rücken auf. Und noch eine Besonderheit beim rollenden Start, dort darf der Polesetter die Seite wählen. Natürlich nicht in der Startaufstellung, der sagt, ich stelle mich doch auf die andere Seite, sondern auch hier, solange die vorläufige Startaufstellung noch hängt, spätestens 45 Minuten vorher also, muss er kurz zum Rennleiter gehen, sagen, du, ich möchte doch von links statt von rechts starten. Und dann macht der Rennleiter die endgültige Startaufstellung mit dem Polesetter auf der anderen Seite. Wenn er mal einmal die endgültige Startaufstellung hängt, darum heißt es ja endgültig, dann ist nichts mehr mit Seite wechseln. Startablauf. Es kann bei jeder Rennserie unterschiedliche Regeln laut Ausschreibung und in der Fahrerbesprechung geben. Das heißt, die einen sagen, beim 1-Minute-Zeichen müssen die Helfer raus, die nächsten sagen, nee, das ist so zu spät, bei uns müssen beim 3-Minuten-Zeichen schon die Helfer raus oder manche Rennserien fahren 2 Einführungsrunden statt einer. Wie gesagt, jede Rennserie hat da so kleine Besonderheiten, deshalb, wie schon immer gesagt, Fahrerbesprechung teilnehmen, ernst nehmen und vorher schon mal in die Ausschreibung hereingucken. Welche Startarten gibt es bei Autorundstreckenrennen? Das sind diese beiden. Das ist einmal der rollende Start, der sogenannte Indianapolis-Start oder der stehende Start, der sogenannte Grand Prix-Start. Und auf diese beiden Startarten werden wir jetzt intensiv eingehen. Wir kommen zuerst zum stehenden Start. Wie gesagt, Startabläufe müssen für euch, wenn ihr an Rennen teilnehmen wollt, unbedingt drin sein. Wer hier nicht sicher ist und im falschen Moment losfährt oder im falschen Moment stehen bleibt, das ist ein extrem kritischer Moment, der Start. Da kann sofort ein Startunfall passieren, ist möglich. Deshalb müsst ihr absolut sicher sein. Wir bei unseren Lizenztrainings trainieren immer einen Startablauf mit vollem
Programm, das heißt richtig mit dem Zeigen aller Tafeln, aller Schilder, mit Startaufstellung. Das heißt, wir simulieren bei unseren Lizenzkursen einen rollenden Start mit teilweise 40 Autos. Das ist ein Starterfeld, das ist größer als die GT Masters. Ja. Das ist schon sehr beeindruckend, das ist sehr spannend für alle Teilnehmer. Alle sind ganz schön nervös, weil man merkt, der Startablauf, das ist schon eine knifflige Sache. Das ist übrigens Pflicht, das muss bei jedem Lizenzkurs, muss ein Startablauf simuliert werden. Jetzt hier zum stehenden Start. Wie läuft das ab? Es gibt einen Vorstart laut Zeitplan. Das heißt, je nach Rennserie, die einen sagen, Vorstart ist in der Boxengasse, das heißt, ihr seid in der Boxengasse um meinetwegen 14.45 Uhr mit eurem Auto und wartet darauf, dass die Ampel grün ist. Und dann fahrt ihr auf die Strecke eine Runde in die Startaufstellung. Andere Rennserien haben vielleicht den Vorstart in einem Bereich vor einem Tor, dass gesagt wird, ihr fahrt über Tor 44, fahrt ihr ein, wenn der Posten euch reinlässt. Da gibt es dann einen genauen Zeitplan. Wichtig ist aber, ihr fahrt in die Startaufstellung, dort stehen Marshals, die weisen euch ein, die zeigen euch genau an, wo ihr hin müsst, auf welchem Platz und dann stellt ihr die Motoren ab. Das heißt, ihr fahrt in die Startaufstellung und macht erstmal auf euren Platz und macht erstmal die Motoren aus. Und dann geht's los mit den Tafeln. Es kommt zuerst ein 10-Minuten-Zeichen. In der Regel kommt das 10-Minuten-Zeichen in dem Moment, wo der Vorstart geöffnet wird. Das heißt, bei manchen zeigen die das an dem Einfahrtstor zur Rennstrecke. Bei manchen Rennstrecken zeigen sie es auf der Strecke selber. Es kann also gut sein, dass ihr das 10-Minuten-Schild gar nicht seht. Das nächste Schild ist das 5-Minuten-Schild. Das sind erstmal reine Hinweisschilder. Und ganz wichtig, das sind nicht nur Hinweisschilder, das zeigt nur einen Ablauf. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, dass zwischen 10-Minuten-Schild und 5-Minuten-Schild genau 5 Minuten liegen. Das ist eher ein Hinweisschild. Beim 10-Minuten-Schild wird in der Regel der Vorstart geöffnet, die Fahrzeuge können auf der Strecke. Beim 5-Minuten-Schild wird der Vorstart geschlossen und die Ampel auf Rot geschaltet. Wenn der Rennleiter jetzt sieht, nach einer Minute sind schon alle Fahrzeuge der Rennserie eingefahren, es sind auch keine Mechaniker da groß auf dem Feld, alle sitzen schon in ihren Autos, dann kann das sein, dass der sagt, wir sind sowieso knapp in der Zeit, dann mache ich das 5-Minuten-Schild früher, weil ich Zeit sparen will. Es kann aber auch sein, dass es eine Rennserie ist, bei der sehr viele Fahrzeuge einfahren und extrem viele Zuschauer im Grid sind und die brauchen länger. Und das kann sein, dass der Rennleiter dann schon bewusst sagt, komm, bei uns ist zwischen 10 Minuten und 5 Minuten, da lassen wir mal ein bisschen länger Zeit, damit alle es überhaupt schaffen, in die Boxengasse einzufahren, in die Startaufstellung. Also das hier ist ein Hinweisschild. Und es bedeutet nur, dass danach das nächste kommt. Das nächste hier in diesem Fall wäre das 3-Minuten-Schild. Hier muss das Fahrzeug auf den Rädern stehen. Und eine wichtige Information, ihr kennt den Ablauf, das ist wichtig. Beim nächsten Schild, aktuell in der Startaufstellung, da sind auch Zuschauer, da sind Helfer, da sind Funktionäre, da sind Fernsehteams erlaubt. Da ist also richtig was los, die Mechaniker stehen am Auto. Aber beim 1-Minute-Zeichen müssen alle die Strecke verlassen. Das bedeutet für euch, ihr solltet allerspätestens beim 3-Minuten-Zeichen fertig angeschnallt im Fahrzeug sitzen. Denn in einem Rennauto kann man sich nicht alleine anschnallen. Das ist extrem aufwendig. Ihr habt einen Helm, ihr habt ein Handsystem. Da muss eventuell ein Funkgerät verbunden werden und eine Trinkflasche. Die 6-Punkt-Gurte müssen passend angelegt werden. Das Lenkrad muss richtig justiert werden und all sowas. Das ist echt ein Aufwand, das dauert lange Zeit. Und deshalb solltet ihr rechtzeitig, da gibt es keine Regel, wann ihr das macht, ist euch überlassen. Ihr könnt auch erst beim 1-Minuten-Zeichen ins Auto einsteigen, wenn ihr das wollt. Ja. Aber ihr solltet im Kopf behalten, um Nervosität zu vermeiden, dass man so ungefähr beim 5-Minuten-Zeichen anfängt, sich anschnallen zu lassen und beim 3-Minuten-Zeichen sollte man fertig im Auto sitzen. Und dann entspannt man sich ganz und kann sich ganz entspannt auf den weiteren Startablauf konzentrieren, denn als nächstes kommt das 1-Minute-Zeichen. Das ist ein sehr wichtiges Zeichen. Motoren werden angelassen.
und alle Helfer müssen die Strecke verlassen. Wir sehen uns da gleich ein paar Videos zu an. Jetzt läuft in der Regel eine Startautomatik. Das heißt, die nächste Tafelzeichen, das wäre das 30-Sekunden-Zeichen, das sind wirklich 30 Sekunden. Und nach weiteren 30 Sekunden kommt ein grünes Zeichen, entweder eine Flagge oder die Ampel geht auf grün. Und das ist dann der Start zur Einführungsrunde. Wie läuft das ab? Das ist in der Reihenfolge der Startplätze. Ja? Wir sind also noch nicht beim Rennstart, sondern wir sind erst beim Start in die Einführungsrunde. Erst fährt der Erste los, dann der Zweite, dann der Dritte. Ihr fahrt in einer Reihe hintereinander eine Runde um die Strecke, maximal 3 Wagenlängen Abstand. Ob es hier ein Führungsfahrzeug gibt oder nicht, das ist abhängig von der Ausschreibung. Bei manchen gibt es eine, bei manchen nicht. Was ist in der Einführungsrunde verboten? Natürlich ist verboten das Überholen und auch Startversuche. Also Anhalten bis zum Stillstand und beschleunigtes Losfahren sind in der Einführungsrunde verboten. Der Grund ist der, das soll zügig ablaufen und dann soll da nicht so viel Zeit verlieren. Wenn da alle Startversuche machen, dann dauert das ja viel, viel länger. Sollte euer Fahrzeug nicht anspringen beim Start in die Einführungsrunde, das heißt, ihr merkt beim 1-Minute-Zeichen, mein Auto geht nicht an, oder beim 30-Sekunden-Zeichen, aus irgendeinem Grund ist es wieder abgewürgt, ist wieder ausgegangen, müsst ihr ein deutlich sichtbares Zeichen geben. Im Formelauto würde ich die Hand heben und winken. Im Tourenwagen macht man entweder Lichthupe oder man wedelt mit der Fahrertür, dass man die Fahrertür aufmacht. Das sehen dann die Posten, die schwenken dann gegebenenfalls neben dem Auto gelb. Der Rennleiter sieht das und kann darauf entsprechend reagieren. Jetzt springt euer Fahrzeug doch an. Das heißt, beim 30 Sekunden Zeichen ist euer Fahrzeug ausgegangen und kurz nachdem die Ampel grün ist, kriegt das wieder an. Jetzt haben euch schon ein paar Autos überholt. Wie komme ich zurück auf meine richtige Startposition? Da gibt es eine wichtige Regel. Wenn ihr losfahren könnt, bevor euch das letzte Rennauto passiert hat aus dem Feld, wir reden nicht von dem Medical Car, was hinterher fährt. Also, wenn euer Fahrzeug anspringt und ihr losfahren könnt, bevor euch das letzte Fahrzeug passiert, dürft ihr die ursprüngliche Position, also euren ursprünglichen Startplatz am Ende der Einführungsrunde, zeige ich euch gleich, wieder einnehmen. Sollte euch das letzte Teilnehmerfahrzeug passiert haben, dann müsst ihr vom Ende des Feldes starten. Wenn ihr angeschoben werden müsst, dann darf das nur durch Sportwarte erfolgen. Und ihr müsst sowieso vom Ende des Feldes starten. Sollte sich euer Fahrzeug gar nicht anschieben lassen, dann werdet ihr von Sportwarten in die Boxengasse geschoben und dürft gegebenenfalls in die Einführungsrunde nachstarten bei grünem Licht oder im Rennen nachstarten. Das ist aber abhängig von der Ampel. Die zeigt euch das dann an. Am Ende der Boxengasse ist dann eine Ampel. Die zeigt euch an, wann ihr weiter rausfahren dürft. Nach Beendigung der Einführungsrunde nehmt ihr wieder eure Startposition ein. Das sieht man gleich sehr schön im Video. Wichtig ist, eure Räder müssen innerhalb dieses Kastens drinstehen. Das heißt, ihr dürft nicht nach vorne raus und auch nicht wie hier mit zur Seite rausgucken. Die Regel sagt, sobald die Standfläche eines Rades vollständig außerhalb der markierten Startbox ist. Das heißt, ihr dürft schon mit den Rädern auf der Linie stehen, aber ihr dürft nicht daneben stehen und ihr dürft auch nicht mit den Rädern vor der Kiste stehen. Das würde der Rennleiter gegebenenfalls als Frühstart werten und könnte euch dafür eine Strafe aufbauen. Nach korrekter Einnahme der Startpositionen kommt ein 5-Sekunden-Schild und ihr wisst, gleich geht's los im Rennen. Jetzt ist höchste Konzentration gefragt. Auf jeden Fall, weil ihr wisst, es geht gleich los zum Rennen, legt ihr den ersten Gang ein und haltet den Motor auf. Ja, abhängig, das weiß euer Team, dass sie sagen, Startdrehzahl ist bei dir 5000 oder 7000, was auch immer. Das sagen die euch schon. Aber wichtig ist, 5 Sekunden Tafel, ihr wisst, gleich geht's los. Ersten Gang, Motor auf Nenndrehzahl. Dann geht eine rote Ampel an und nach 2 bis 3 Sekunden geht die rote Ampel aus und das ist das Zeichen zur Startfreigabe. Ganz wichtig, Startfreigabe bedeutet, überholen ab der Sekunde erlaubt. Also,
Ampel von Rot auf Aus bedeutet, Start ist freigegeben und ihr könnt sofort überholen. Das heißt nicht, dass man erst ab der Ziellinie, Startlinie überholen darf, sondern ab dem Moment Ampel aus, überholen ist freigegeben. Ihr seht, das ist ein ganz schön komplexer Ablauf und das muss auch sitzen, denn wer hier einen Fehler macht und in dem Moment, wo die Ampel von Rot auf Grün geht, nicht losfährt, da ist ein Startunfall schon fast programmiert. Deshalb muss das sitzen und deshalb muss man das auch üben und trainieren. Alternativ könnte es einen Flaggenstart geben, wenn die Ampel mal kaputt ist. Das bedeutet, nach korrekter Einnahme der Startposition hebt der Rennleiter die Nationalflagge bis zur Senkrechten. Das heißt, Achtung, 5 Sekunden, 2 bis 3 Sekunden, gleich geht es los. Euer Zeichen, dass ihr hingeht und den Motor auf Nenndrehzahl haltet und den ersten Gang einlegt. Und das schnelle Senken der Nationalflagge, das ist die Startfreigabe. Und ab dann ist auch wieder das Überholen erlaubt. Und das Ganze geht auch mit einer Ampelautomatik. Das kennt man eigentlich aus der Formel 1. Und zwar 5, 4, 3, 2, 1. Hier Motoren auf Nenndrehzahl, ersten Gang rein. Und nach 0,2 bis 3 Sekunden, das macht eine Automatik. Das ist ein Zufallsgenerator, damit es ein bisschen spannender ist, erfolgt die Startfreigabe. Und dann sehen wir uns jetzt einen Video zum stehenden Start an. Wir sind hier in Hockenheim. Schaut, da kann man sehen, wie die Fahrzeuge in der Gridbox stehen. Und was man hier, der Josh, der steht hier auf Bord, was man hier sehr schön sehen kann, das ist ein Staggered Grid. Die Fahrzeuge stehen versetzt. Hier, der ist ein bisschen weiter vorne, hier, der ist ein bisschen weiter hinten. So, und hier wird das 30-Sekunden-Zeichen hochgehalten. Das heißt, die Mechaniker sind schon raus und auch die letzten Medienleute, die gehen jetzt hier raus. Die Fahrzeuge stehen hier mit natürlich laufenden Motoren und gleich wird es bei Grün den Start zur Einführungsrunde geben. Da kann man wieder schön sehen, wie die versetzt stehen. Und der beschleunigt hier, der auch. Und die fahren einzeln in die Einführungs- oder im Englischen Formation Lab los. Abstand der Fahrzeuge, wie gesagt, 5 Wagenlängen, mehr sollten es nicht sein. Beim stehenden Start ist das nicht so wichtig, weil ja sowieso wieder alle zurück ins Grid müssen. Wenn es hier länger dauern würde, ist es ärgerlich, weil die Reifen abkühlen, aber man muss ja trotzdem sowieso warten, bis alle stehen. Reifen aufwärmen, ganz wichtiges Thema, vor allem hier, das sind ja Fronttriebler, die CCR-Fahrzeuge. Fronttriebler, die Hinterachse kriegt man schwer warm und um die auf Temperatur zu bringen, braucht es aggressives Wedeln. Das sieht man hier schön, wie die das machen und dadurch bekommen die die Reifen und die Hinterachse auf Temperatur. So, Einführungsrunde geht hier weiter. Abstände sind ein bisschen groß, sollten nicht ganz so groß sein, aber das wird in der Regel nicht geahndet. So, jetzt fahren alle wieder in ihre Positionen zurück. Da kann man sehen, die fahren wieder in ihre Gridboxen. Hier, der steht mit den Rädern gerade noch auf der Linie. Da sieht es auch gut aus. Der Rennleiter überwacht das von oben, schaut sich genau an, was da passiert. Und es dauert eine ganz schön lange Zeit. Und hier, wenn ihr verspätet losgefahren werdet und euch noch nicht alle überholt haben, dann dürftet ihr hier an dieser Stelle wieder in eure ursprüngliche Startposition hereinfahren. Aber nur, wenn euch das letzte Teilnehmerfahrzeug noch nicht überholt hat. So, man sieht, das dauert wirklich eine ganz schöne Zeit, bis ja alle im Grid stehen. Dann kommt hier hinten, kommen die letzten Fahrzeuge angefahren. Gleich wird man sehen, da kommt noch ein Medical Car. In diesem Medical Car, da sitzt ein Rettungssanitäter und ein Arzt, damit die hetzen dem Feld hinterher, damit die bei einem Startunfall schnell reagieren können. Das ist eine Vorschrift im Rundstreckenreglement. So, der geht hier rüber, zeigt an, das Feld steht richtig. Jetzt weiß der Rennleiter dort oben, sieht man, 5 Sekunden Schild, Ampel geht rot und aus und beschleunigen. Da sieht man hier, das ist ganz schön kritisch, wenn da einer schläft, dann hat man sofort einen Startcrash. Und dann geht es hier herein in die erste Kurve. Weil es hier sehr eng ist, wird das mit den Track Limits nicht unbedingt geahndet. In der zweiten oder dritten Runde, da gibt es dafür vielleicht eine Strafe, aber bei der ersten Runde, da ist das noch nicht mal ganz so tragisch. So, und dann sind wir hier jetzt gleich beim rollenden Start. Den gucken wir uns als nächstes an.
Aber wir haben noch ein paar Besonderheiten beim stehenden Start. Ihr seid beim stehenden Start. Stellt euch vor, das 5-Sekunden-Schild geht hoch. Ihr wisst, ich muss ersten Gang rein, Motor auf Nenndrehzahl. Zack, ihr wirkt den Motor ab. Oder aus einem Grund auch immer merkt ihr, ich habe ein Problem. Wie reagiert ihr? Wisst ihr? Zeichen geben. Hupen, winken, Lichthupe, Tür öffnen. Der Rennleiter, aha, erkennt das und zeigt folgendes Zeichen. Extra Formation Lap und ein gelbes Blinklicht. Das bedeutet für euch als Teilnehmer, aha, jetzt erfolgt nicht der Rennstart, sondern es gibt eine zusätzliche Formationsrunde. Dann kommt ein grünes Zeichen und das bedeutet, ihr fahrt in die Extra Formation Lap. Was bedeutet das für das Fahrzeug, das die Extra Formation Lap verursacht hat? Der darf an der Extra Formation Lap teilnehmen, muss aber aus der letzten Position starten. Also wenn ihr der Verursacher einer Extra Formation Lap seid, dürft ihr diese mitfahren und auch den Start, aber ihr müsst von der letzten Position starten. So, jetzt kommen wir zum rollenden Start. Hieß früher mal fliegender Start, hat man von der Formulierung einfach geändert. Ablauf ist derselbe. Rollender Start. Es gibt auch hier einen Vorstart laut Zeitplan, das heißt, ihr steht im Vorstart, das kann vor einem Tor sein, das kann in der Boxengasse sein. Irgendwann dürft ihr auf die Strecke einfahren, ihr fahrt eine In-Lap zur Startaufstellung, dort stehen wieder die Marshals, weisen euch in eure Startposition ein und dann macht ihr den Motor aus und könnt gegebenenfalls nochmal aussteigen. Auch hier 10 Minuten Zeichen wird in der Regel gezeigt, in dem Moment, wo der Vorstart öffnet. Ihr könnt jetzt nochmal aussteigen, ihr könnt noch ein Interview geben, ihr könnt mit den Mechanikern noch was durchsprechen oder was auch immer, mit euren Kumpels und Bekannten und Freundinnen, die ihr mitgenommen habt, in die Startaufstellung noch eine Runde quatschen, denn ihr wisst, es kommt irgendwann ein 5-Minuten-Zeichen. Beim 5-Minuten-Zeichen, wie gesagt, immer noch ein reines Hinweisschild, ist es eigentlich eine gute Idee, langsam im Auto sich parat zu machen. Denn ihr kennt den Ablauf, als nächstes 3-Minuten-Zeichen. Beim 3-Minuten-Zeichen muss das Fahrzeug wieder auf den Rädern stehen, also vom Wagenheber wieder abgelassen werden, spätestens wenn es nicht sowieso schon auf dem Boden stand. Und ihr lasst euch im Fahrzeug anschnallen und bereit machen. Denn als nächstes 1-Minute-Zeichen. Hier müssen die Motoren angelassen werden und alle Helfer, Gäste, Medien, Vertreter müssen alle die Startaufstellung verlassen. Als nächstes kommt das 30-Sekunden-Zeichen. Das, wie gesagt, wird durch eine Startampel, durch eine Automatik gemacht. Und dann kommt grün und das ist der Start zur Formationsrunde. Auch hier einzeln losfahren in der Reihenfolge der Startposition in einer Reihe maximal 5 Wagenlängen Abstand und natürlich auch Überholverbot, Änderung der Position verboten, außer am Start liegen gebliebene Fahrzeuge. Abstand maximal 5 Wagenlängen ist hier deutlich wichtiger, denn ihr müsst am Ende der Einführungsrunde zurück in ein rollendes Grid, das sehen wir gleich sehr schön im Video. Und wenn man sich die Abstände dazu groß werden lässt, dann schafft ihr es nicht, ins Grid zurückzugehen. Solltet ihr den Startplatz verspätet verlassen, weil Fahrzeug abgewürgt oder Motor nicht anbekommen, was auch immer, gilt auch hier wieder die Regel. Wenn ihr noch nicht vom gesamten Feld passiert werdet, dürft ihr, Achtung, beim rollenden Start bis zum Gridschild, also während der Einführungsrunde, wieder in eure ursprüngliche Startposition zurück. Dazu Rennfahrerintelligenz gefragt. Ihr müsst euch in der Startaufstellung genau einprägen, wo ihr steht. Also, wenn ihr in der Startaufstellung steht, ihr habt Zeit genug, da ein bisschen rumzugucken, dann guckt ihr, vorne rechts steht der weiße BMW, vorne links steht ein roter Porsche, links neben mir steht ein grüner Opel. Denn wenn ihr verzögert losfahren würdet, dann müsstet ihr eure ursprüngliche Startposition während der Einführungsrunde wieder finden. Und wenn ihr dann nicht mehr genau wisst, wo stand ich denn, dann wird es wirklich schwierig.
Sollte euer Fahrzeug vom gesamten Feld passiert werden, dann startet auch hier aus der letzten Position. Wenn euer Fahrzeug nicht anspringt, dann natürlich ein deutliches Zeichen geben und das Anschieben ist hier verboten und ihr werdet von den Sportwarten in die Boxengasse geschoben. Aber jede Rennserie hat da auch unterschiedliche Regeln, deshalb hat man schon Ausschreibung gucken, Fahrerbesprechung warten. Irgendwann im Laufe der Runde, meistens im hinteren Drittel, kommt ein Grid-Schild. Das wird durch einen Posten, einen Marshall, hochgehalten und jetzt müsst ihr wieder in die Zweierreihe gehen. Das heißt, wieder das links neben mir der grüne Opel, vorne rechts war, glaube ich, der rote BMW, vorne links war der weiße Porsche. In diese Position müsst ihr wieder reingehen und die müsst ihr euch merken. Ab jetzt, wenn ihr wieder in der Zweierreihe seid, ist ein Richtungswechsel zum Reifenaufwärmen verboten. Jetzt geht's zum Start. Das Führungsfahrzeug zieht gelb ein oder schaltet das gelbe Blinklicht aus und verlässt die Strecke. Und nun gibt der Polesetter das Tempo vor. Wichtig, der Polesetter, ich habe das öfter bei Startübungen oder Simulationen, dass der Polesetter dann guckt, oh, bleiben alle anderen hinter mir, fahre ich nicht zu schnell, so ein Quatsch. Der Polesetter gibt das Tempo vor. Welches wird ihm der Rennleiter in der Regel sagen? Das sind meistens so 60 bis 80 km/h. Und der gibt das Tempo vor, die Fahrzeuge sind in einer geordneten Formation in Zweierreihen und die Startboxen müssen überfahren werden. Das ist nur, damit ihr wisst, wo fährt die linke Reihe, wo fährt die rechte Reihe. Das erkläre ich euch gleich in dem Video. Startfreigabe erfolgt hier durch Ampel von Rot auf Grün. Ab dann ist der Start freigegeben und das Überholen ist erlaubt. Und ihr könnt euch vorstellen, so ein Feld bei einem rollenden Start zieht sich ganz schön auseinander. Die letzten Autos haben wirklich ein Problem, die Ampel zu sehen. Da muss ich schon mal so ein bisschen um die Ecke gucken oder ich muss darauf hoffen, dass, wenn die anderen beschleunigen, dass dann der Start freigegeben ist. Wenn ich einen sehr guten Teamchef habe, dann wird mir das über Funk sagen und wird sagen, Ampel ist auf grün, Start ist freigegeben, überholen erlaubt. Also, wir schauen uns das gleich nochmal im Video an. Das Ganze geht natürlich auch alternativ durch das schnelle Senken der Nationalflagge, sollte die Ampel mal kaputt sein. Wenn die Ampel rot bleibt, dann bedeutet das einen Startabbruch. Wichtig, niemand bleibt vor dieser roten Ampel stehen, sondern ihr fahrt einfach ohne Beschleunigen über die Startlinie, ordnet euch wieder in die Einerreihe ein, das heißt zuerst der Erste, dann der Zweite, dann der Dritte und so weiter. Und dann fahrt ihr vorsichtig und langsam mit Überholverbot eine Runde, haltet wieder auf dem ursprünglichen Startplatz an und es gibt dann sofort eine unmittelbare Wiederholung des Startvorgangs. Das heißt, dann geht dann im Prinzip wieder das Führungsfahrzeug direkt vor euch und der Startablauf wird nochmal wiederholt mit der Einführungsrunde. So, dann schauen wir uns jetzt mal den Video zum rollenden Start an. Hier oben wird das durch eine Ampel angezeigt, das ist gerade das 1-Minute-Zeichen gewesen. Man sieht hier, alle Helfer verlassen die Startaufstellung, alle Medienvertreter bis auf eine kleine Ausnahme. So, alle gehen jetzt hier weg, 1-Minute-Zeichen. Und hier schaut man, hier kann man sehen, beim rollenden Start stehen die Fahrzeuge parallel. Könnt ihr das sehen? Parallel auf einer Höhe. Polesetter ist in dem Fall hier der Daniel Kalbitz in der Corvette. So, jetzt nur noch 30 Sekunden Zeichen. Hier mit gelben Flaggen abgesichert stehen zwei Medienvertreter, die machen eine schöne Aufnahme vom Start. So, hier läuft die Uhr, der Rennleiter ist exakt hier bei 12.00, geht die Ampel auf grün und alle fahren einzeln in die Formationsrunde los. Zuerst der Erste, dann der Zweite. Da kann man sehen, da ist einer stehen geblieben. Ah, nee, ist doch losgefahren. Er dürfte jetzt seine ursprüngliche Position wieder während der Einführungsrunde bis zum Gridschild einnehmen. So, alle Fahrzeuge sind gut losgekommen, fahren hier in einer Reihe auf der Strecke, fahren sich auch schön die Reifen warm, vorne fährt ein Führungsfahrzeug, das ist auch Pflicht beim Rollenstart, da gehört immer ein Führungsfahrzeug davor. So. Da sieht man das Führungsfahrzeug mit blinkenden Leuchten. Und da ist das Gridschild. Hier ist der Posten mit einem Gridschild.
Jetzt macht das Führungsfahrzeug langsamer und die Fahrzeuge gehen wieder in die Zweier rein. Das heißt, hier die beiden, die gehen jetzt wieder nebeneinander. Und wenn man das, die Abstände zu groß werden lässt in der Einführungsrunde, dann schafft ihr das nie, in eine schöne Zweierformation zu kommen. Lasst euch da die Abstände auch nicht zu groß, 3 Wagenlängen in der Einführungsrunde, sonst verschenkt ihr Platz. Ja? Klar, als Rennfahrer will man immer so nah wie möglich dran sein. Beim Üben und Trainieren, bei unseren ist das eher, dass die zu weit auseinander sind. Jetzt hat man gesehen, der hat eben nochmal gezuckt und hat die Reifen warm gefahren. Wenn der Rennleiter das sieht, dann brummt er euch dafür eine Strafe auf. Führungsfahrzeug macht ihr schön langsam, damit das Feld gut zusammengeführt wird, hat die Blinkleuchten noch an. Und jetzt schaut ihr gleich mal, das wird jeden Moment, zack, Leuchten aus, Führungsfahrzeug biegt ab. Jetzt gibt er hier das Tempo vor. Hier die Corvette, die gibt hier das Tempo vor. Wo müssen die fahren? Die müssen hier die Reihen überfahren. Das heißt, die Reihe muss hier drüber, die rechte Reihe muss hier drüber fahren. Da oben ist die Ampel. Die geht jetzt von Rot auf Grün. Zack, Start ist freigegeben. Überholen ist erlaubt. Und dann geht es hier in die erste Kurve. Aber hier hat man auch genug Auslauffläche. Top. Hat schön gepasst. Den Video brauchen wir gleich erst. So, das war ein Video zum rollenden Start. Prägt euch diesen Ablauf gut ein, denn das trainieren wir bei unseren Lizenzkursen auch. Das heißt, wir machen wirklich einen rollenden Start, simulieren wir komplett mit dem ganzen Ablauf, mit Beschleunigen, mit Ampel von Rot auf Grün. Allerdings lassen wir das Ganze dann nicht 10 Runden laufen, sondern im Verlauf der Runde wird das Ganze dann abgebrochen. Das ist wie gesagt Vorschrift. Diese Übung des Startvorgangs muss bei einem Lizenzkurs trainiert werden. So, Startverzögerung gibt es auch. Stellt euch vor, ihr stellt im Grid, ihr wollt eigentlich gerade einsteigen, weil das 5-Minuten-Zeichen kommt und ihr sagt, es ist Zeit, um mich anzuschnallen zu lassen. Plötzlich gibt es ein akustisches Signal und es gilt ein Schild hoch Start Delayed bei Start Ziel, weil der Rennleiter, keine Ahnung, die Leitplanke noch nicht repariert hat oder die Reifenbarrieren noch nicht gerade sind oder die Strecke noch nicht gesäubert ist. Und dazu gibt es eine Info von der Rennleitung, die eine Durchsage, Achtung, Achtung, Start verschiebt sich um 20 Minuten, die Startprozedur beginnt wieder um 15.05 Uhr. Dann wisst ihr, ihr habt nochmal 20 Minuten Zeit, um irgendwas zu machen, aber dann geht es wieder ganz normal los. Und die nächste Möglichkeit wäre, dass der Rennleiter ein Wet Race ausruft. Das bedeutet nur, ihr dürft in der Startaufstellung Reifen wechseln. Normalerweise ist der Reifenwechsel in der Startaufstellung verboten. Ja? Aber wenn man Wet Race sagt, das heißt der Rennleiter sagt, ich erwarte, dass es im Verlauf des Rennens anfängt zu regnen, dann hält er das Schild hoch Wet Race und Start Delayed. Er gibt euch also mehr Zeit, um einen Reifenwechsel zu machen. Ob ihr den Reifen wechselt oder nicht, das liegt an euch. Das ist keine Pflicht. Wenn ihr sagt, ach, die halbe Stunde, da fahre ich lieber mit Slicks, bis das anfängt zu regnen, dann hole ich ja mehr Zeit raus, dann bleibt ihr auf Slicks. Und wenn ihr sagt, nee, ich glaube, das fängt früher an zu regnen und der Start verschiebt sich ja auch nach hinten, ich gehe auf Nummer sicher, ich lasse mir Regenreifen aufziehen. Das liegt, wie gesagt, an euch. Nur Wet Race bedeutet, der Reifenwechsel in der Startaufstellung ist jetzt erlaubt. So, das war der erste Teil der Lizenztheorie zum Rundstreckenreglement. Wer jetzt Lust bekommen hat auf einen Lizenzkurs oder weitere Informationen dazu sucht, der guckt auf meiner Homepage www.motorsportakademie.de. Da gibt es zahlreiche Informationen, Lehrgangsangebote und alles Mögliche. Es geht dann mit dem zweiten Teil des Rundstreckenreglements weiter. Dazu gibt es den nächsten Video. Das ist Teil 2 Rundstreckenreglement. Da geht es dann um die Flaggen und ums Safety Car. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.